Der Cottbuser Juniorprofessor Holger Seidlitz setzt bei der Arbeit mit seinen Studenten auf Praxiserfahrung. Gemeinsam haben sie rechtzeitig vor dem ersten Schnee in der Lausitz aus Holz und modernen Faserverbundwerkstoffen ein Hightech-Snowboard gebaut. Getestet werden soll es bei einem Skiurlaub in den Alpen. In einem Zeitraffer-Video haben die Studenten festgehalten, wie das Hochleistungsrennbrett bei einem Workshop entstanden ist.